Ja, meine Lieben, wir machen heute die Berico-Schweinenacken, beziehungsweise nur einen. Die habe ich mitbekommen auf dem Lunser-Seminar Nummer 8. Ja, Johnny war so böse zu mir und das war dann die Entschuldigung sozusagen. Jetzt bin ich aufs Kommentar unten drunter gespannt. Ja, die werde ich jetzt würzen, sage aber jetzt nicht mit welchen Gewürzen, sonst haut er mich das nächste Mal und das wollen wir ja nicht. Ja, und einen davon tue ich einvakuumieren. Der kommt dann demnächst die Tage auf den Grill und einer kommt gleich auf den Grill. Heute habe ich die Kohle nämlich sogar schon vorher angeheizt. Gut, dann gehen wir rüber, legen wir los. So Leute, da liegen sie, die zwei. Der hier wird einvakuumiert und dann tun wir gleich mal unser Gewürzpuder drüber. Also was da oder was ihr dann als Gewürz drüber tut, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ich habe meine Wahl getroffen und ich denke, die dürfte nicht verkehrt sein. So, und einvakuumieren. So Leute, einvakuumiert, verschweißt, und solltet ihr von diesem Fleisch nie wieder was hören, dann lag es daran, dass sich das überschlagen hat auf den Transport und ja, es nicht geglückt hat. Irgendwie ist der scheiß Vakuumbeutel nicht ganz dicht. Ich glaube, da lege ich noch einen zweiten drum rum und vakuumiere das nochmal nach. Das mache ich jetzt auch und danach geht es dann gleich weiter, ja, mit dem anderen Nacken. So Freunde, ich habe jetzt natürlich nicht einen zweiten Beutel drumherum, ich habe es raus in den neuen Beutel rein und nochmal komplett neu einvakuumiert und der ist gut und es kommt jetzt in die Kühlung. Und wenn wir schon gerade draußen waren, hauen wir uns so ein leckeres Nusseckenteil rein und jetzt geht es da drüben weiter. So, den zweiten Schweinenacken. Ja, ich habe noch einen Mund voll. Pudern wir jetzt auch ein. Auch wieder mit einem Rapp eurer Wahl. Und der kommt dann eben auf die Weberkugel. Ja, und wenn ich mich nicht irre, habe ich ja noch die Kirschglaze vom Barbecue Sauce und mit der tun wir das dann später glasieren. Aber jetzt gehen wir raus, machen den Grill soweit komplett fertig und schmeißen es gleich auf den Grill. So Leute, jetzt muss ich hier bloß noch mein Setup soweit hinkriegen. Ja, da klappert schon die Wasserschale. Hickory, ja, Chips, Chunks, wie man es auch immer nennen will, einfach drauf. Aber wie ein schlauer Mann gesagt hat, das ist ja kein Räuchern, das ist das Verbrennen von dem Zeug. Aha. Jetzt müssen wir schnell sein. Aua. Und drauf mit der Sau. Jetzt schauen wir mal, auf wie viel Grad sich der Grill nachher einregelt. Einregeln lässt mit den Kohlen. Aber ich denke,
Ja, 130, 140 Grad. Über dem Fleisch. Ja, und dann grillen wir den so lang, bis er fertig ist und die gewünschte Kerntemperatur erreicht hat. Welche das ist, ja, muss ich erst einmal nachgucken. Aber ich denke irgendwas um die 75 bis 80 Grad. Genau, muss ich da auch nachgucken. Ich merke mir das Ganze nicht. So Leute, circa ja, eine Dreiviertelstunde später. Wir sind bei 160, 170 Grad angekommen. Drehen wir das Ding jetzt schon mal einmal um. Und dann gucken wir mal nach der Kerntemperatur. Oh, 40, 41 Grad. Ja, wie ich es vorher gesagt habe, 75 bis 80 wollen wir. Kannst noch in Ruhe weiter grillen. So, müssen wir bloß aufpassen, dass wir unsere Temperatur beibehalten. Und ja, wie lange es im Endeffekt dauert, ist ja immer von der Nacken abhängig. Moment, Cam auf mich. Ja, und wie ich es ja eben schon öfters gesagt habe, ist es eigentlich Blödfug, da direkte Zeitangaben zu geben. Man kann zwar hinterher sagen, wie lang es gedauert hat, aber jedes Fleischstück ist unterschiedlich. Gut, wenn ich schon eine Weihnachtsmütze von der Grillshow gekriegt habe, dann setze ich die jetzt auch auf mit den Videos vor Weihnachten. Ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Ja, okay. Wie gesagt, ich grill das jetzt soweit fertig. Dazu machen wir ganz einfach ein paar Kartoffelprodukte. Ja, die, was ich eben letztens auf der Feuerplatte ausprobiert habe, machen wir aber drinnen. Und wenn es soweit ist, hole ich euch dazu. Halt, ich hole euch wieder zum Gläsen dann dazu. Aber jetzt lassen wir erst einmal ja, locker noch eine halbe, dreiviertel Stunde liegen. Dann messen wir nochmal Kerntemperatur. Und dann gucken wir, ob wir ihn glasieren. Bis nachher. Heieiei, total verpeilt, wie ich heute bin. Habe ich schon die Kerntemperatur jetzt gemessen. Wir liegen bei 60 Grad. Ja, dann können wir gleich mal ein bisschen was von der Barbecue-Sauce drauf tun. Die Cherry wohlgemerkt. Das kommt schon wieder extrem kirschig geil rüber. Sehr geil. Und wer mich jetzt fragt, was ich da für ein Gewürz verwendet hatte, ich habe es schon wieder vergessen. Edge. Nee, ernsthaft jetzt. Ich weiß gar nicht mehr welches. Doch, ich weiß es wieder. Aber ich behalte es für mich. Jo, weiter drauf lassen. So Freunde, es ist soweit. Kerntemperatur habe ich vorher gerade gemessen. Liegt so bei ca. Ja, 75, 77 Grad. Je nachdem, wo, an welcher Stelle man misst. Tja, ganz einfach mal wieder einen schönen Schweinenackenbraten. Einen schönen Schweinebraten gemacht. Ha, und jetzt gehen wir rein und schneiden wir an. Tada, da liegt er in seiner ganzen Pracht, unser Schweinebraten. Und jetzt kommt Anschneideexpertin, mein Schatz, und darf ja, uns das Teil aufschneiden. Stehe ich auf der richtigen Seite? Oh. Ich würde mal sagen, das ist mal richtig geil geworden. Und jetzt gibt es nachher gleich noch ein Probiererle. So Freunde, so sieht das Ganze jetzt aus. Fleisch ist mein Gemüse heute. Und ja, schneide ich mir eine Ecke ab zum Probieren. Hervorragend. Fleisch gut, vom Räuchern her gut, vom Gewürz gut, die Barbecue-Sauce, die Kirschsauce drauf,
Hervorragend als Glaze. Wunderbar. Ich bin zufrieden. Leute, einfach mal wieder einen stinknormalen Schweinebraten auf den Grill machen. Geil. Was will man mehr? Okay. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Was es gibt, was ich mache, noch keine Ahnung. Wir werden sehen. Bis denne. Tschaikowski.